Was plant die Ampelkoalition bei der gesetzlichen Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Als Rentenberater und Rechtsanwalt interessiert mich natürlich sehr, was die möglichen Ampelkoalitionäre, also die SPD, die FDP und die Grünen, für die Zukunft mit der gesetzlichen Rente so planen. Und das Sondierungspapier der SPD, FDP und der Grünen vom 15. Oktober 2021 offenbart ist, es wird Veränderungen bei der gesetzlichen Rente geben. Es soll eine Aktienrente eingeführt werden. Aber was dieses Papier auch offenbart, eine wirkliche Rentenrevolution wird es nicht geben. Die entscheidenden Antworten auf die drängenden Fragen des demografischen Wandels gibt es in diesem Sondierungspapier nicht. Da würde ich vorschlagen, warten wir einfach mal die Koalitionsverhandlungen ab. Vielleicht werden wir da noch ein bisschen schlauer. Also, die Ampelkoalitionäre planen in der gesetzlichen Rente Folgendes. Und da werden Sie jetzt wahrscheinlich merken, naja, das hört sich ja fast an wie das, was wir in den letzten 16 Jahren bei der Frau Merkel auch hatten. Es bleibt auf jeden Fall bei den drei Säulen der Altersvorsorge. Die erste Säule, die gesetzliche Rente, ist der Hauptträger. Das Rentenniveau als Mindestgrenze von 48% soll festgeschrieben werden. Das ist eine Forderung der SPD. Da stelle ich mir so kurz die Frage, wie das bezahlt werden soll. Es wird keine Rentenkürzungen geben. Das Renteneintrittsalter von 67 auf noch älter wird nicht angehoben. Es soll eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente geben. Mal sehen, wie das dann aussieht. Die deutsche Rentenversicherung oder die gesetzliche Rentenversicherung soll erstmals im Jahr 2022 einen Kapitalzuschuss von 10 Milliarden Euro bekommen und dieses Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Und sie darf dann sogar Geld aus der eigenen Nachhaltigkeitsrücklage auch noch zusätzlich am Kapitalmarkt anlegen. Das halte ich für sehr, sehr gewagt, denn die Nachhaltigkeitsrücklage ist ja praktisch sozusagen die Monatsrücklage oder anderthalb Monatsrücklage der deutschen Rentenversicherung für den Fall aller Fälle. Die Umlagefinanzierung soll beibehalten und gestärkt werden und deshalb soll die Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erhöht werden. Es soll eine erwerbsbezogene und qualifizierte Einwanderung geben. Diese soll gestärkt werden. Ich hatte in einem anderen Video schon mal dazu was gesagt, dass ich das für sehr, sehr illusorisch halte. Und das hört sich alles wieder so an, so nach dem Motto, der Status quo der gesetzlichen Rente soll erhalten werden und die Konjunktur, Dampflok Deutschlands, dampft nach vorne und bringt dann auch entsprechende Beitragszahlungen rein. Das System der privaten Altersvorsorge soll grundlegend reformiert werden. Es soll ein in öffentlicher Verwaltung, also das ist mal ganz was Neues, angelegter Fonds geschaffen werden, der ein kostengünstiges und effektives Angebot privater Altersvorsorge bietet. Der kann also auch von den betreffenden Personen, dem das angeboten wird, abgewählt werden. Es sollen auf jeden Fall private Anlageprodukte dort reinkommen, die definitiv besser laufen als die Riester-Rente. Es soll einen Bestandsschutz für laufende Riester-Verträge geben. Da sage ich, wenn ich das so lese, das dürfte dann auch wirklich schlussendlich das Aus für Riester bedeuten. Und der Sparerpauschbetrag soll auf 1.000 Euro erhöht werden. Es sind viele Bausteine, was die Koalitionäre da planen. Grundsätzlich liest sich dieses Programm aber auch so, das sage ich auch ganz offen, als hätte das die CDU, CSU und die SPD oder CDU, CSU und FDP zusammengeschrieben. Also nichts wirklich Neues, außer vielleicht die Aktienrente. Keine zukunftsweisenden Ideen oder gar Einführung einer Bürgerversicherung. Und um auf die drängenden Fragen der Demografie wirklich hier mal einzugehen. Näheres zum Thema Rente und Ampelkoalition finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.